Jo, erwünscht. Wisst ihr noch damals Keggy mit der guten Tag mit der LKW-Hupe? Nee, okay. Ehrlich gesagt, hallo. Nein. Hallo, meine Lieben. Glaub nicht. Bolo, du wolltest mich was fragen. Ja, eigentlich jetzt unangebracht, ne? Weil du musst den letzten Part, da hatte Ricky was gelabert von wegen Leonardo Brandon DiCaprio Fraser. Für Arme. Und damit meinte er Brandon Fraser. Und ich habe dann gar nicht mehr registriert, dass ich eigentlich auch hätte nachfragen sollen, wie er auf diese steile These kommt. Da werde ich gerne eine Erklärung für. Und zwar. Ja. Ricky macht irgendwas nebenbei. Das macht er schon seit 20 ich Minuten. Das ich weiß grade, es nicht. Ich google das gerade ganz kurz, ne? Warum heißt Brandon Fraser Leonardo DiCaprio für Arme? Fragezeichen. So googelt Ricky, ja, wir wissen das. Vielleicht habe ich mich da auch reinbaiten lassen, aber ich hatte mal ein Foto gesehen oder ich hatte mal gelesen, dass eigentlich Brandon Fraser in Titanic spielen soll, ne? Ja, genau, statt Leonardo DiCaprio. Und dadurch kam ich halt darauf, weil ich glaube, ich ein Foto gesehen hatte, wie quasi Brandon Fraser aussieht, also quasi als Jack von Titanic. Und dadurch kam ich da gerade drauf. Gut, da müssen wir natürlich auch über den anderen, also das wirklich bekannte Ding reden. Ricky, weißt du denn, wer eigentlich Neo spielen sollte in Matrix? Nein, weil ich Matrix nicht gesehen habe. Ja, aber deswegen kann man ja trotzdem wissen, wer das eigentlich hätte spielen sollen. Das ist nämlich relativ bekannt. George und zwar, Clooney? Nein, Will Smith wäre eigentlich Neo gewesen, aber der hat in der Zeit Wild Wild West gedreht. Er hat sich dafür entschieden. Wusstest du eigentlich, dass Will Smith gar nicht bei Bad Boys dabei sein sollte? Sondern Eddie Murphy? Boah, das wäre auch geil. Wobei ich sagen würde, dass Eddie Murphy dann ja eher die Rolle von Martin Lawrence. Martin Lawrence? Und da Martin Lawrence? Nee, wie hieß er? Ja, doch, glaube schon. Und der war ja eher mit Eddie Murphy so gut. Und dann hat er gesagt, ja, lass mal Eddie Murphy holen. Hat jemand vorgeschlagen, nee, lass mal Will nehmen. Und Will passt da halt dann doch besser. Also Will passt da deutlich besser zu der Rolle. Safe. Ja. Das hat er in einem Interview bestätigt. Vor allen Dingen ist der Eddie, der ist ja auch schon der Beverly Hills Cop. Ja, der kann eigentlich noch ein Cop sein. Geht auch mal. Muss auch mal Cop frei. Das geht schon, aber das beißt sich ja dann doch ein bisschen, ne? Finde ich. Ein bisschen. Jetzt weiß ich, auf welchen fetten Film du meinst. Jetzt sehe ich das Bild. Ja. Wo er mit seiner Tochter und so. Genau. Aber du kennst auch nur dieses Bild. Ne? Man sieht immer nur dieses Bild. Ich habe noch nie einen Trailer gesehen. Ich traue mich auch nicht, den Film zu gucken. Ich habe einen Trailer gesehen auf TikTok. Ich traue mich, den Film nicht zu gucken, ne? Weil du Angst hast, dass du siehst dich. Ist mir zu nah am echten Leben, ne? Das ist wirklich. Ich glaube auch, dass er stirbt. Tatsächlich. Das weiß ich nicht. Ich habe nur das TikTok gesehen. Und dann halt, wie sie halt den überreagiert und ihn zur Sau macht und sowas alles und dann, ne? Naja. Nee. Ja. 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 Er soll ein guter Film sein, aber wie gesagt, habe ich Angst. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Manchmal möchte man es halt auch gar nicht sehen und wissen. Ne? Das ist, nee. Ich weiß es ja, ich möchte es nicht doch gezeigt bekommen. Also. Es gibt aber ein Thema, worüber ich mit dir sprechen kann. Und zwar wurde ein Schausteller festgenommen. Beziehungsweise eine Razzia gab es auf dem Hamburger Dom. Hast du es mitbekommen? Es war sogar in der Tagesschau und alles drum dran. Wenn es nicht auf Twitter gestanden hat in meiner Timeline, dann habe ich es nicht mitbekommen. Hat es auch auf Twitter gestanden. Hat Shoyoka drüber geredet? Nein, dann weiß ich es nicht. Also, erzähl. Also, und zwar gibt es eine Schauspielerin, ich sage extra keinen Namen, ich kenne die aber persönlich auch. Ist aber nicht Welte. Es ist nicht Welte, nein. Okay, mich ja beruhigt. Es geht um eine Schauspielerfamilie, die während der Corona-Zeit, übrigens ein legendäres Pokémon, ja, die während der Corona-Zeit Corona-Hilfen angefragt haben in Höhe von 1,4 Millionen Euro, um Reparaturen an deren Fahrgeschäften durchzuführen. Ja. Es kam aber jetzt anscheinend raus, und so ist das alles noch nicht bestätigt, dass das Fake war. Dass das halt falsche erschlichen haben, halt das Geld. Okay. Und es gab es halt auf dem Dom eine Razzia. Die haben halt in mehreren hunderttausend Euro festgestellt an Wertsachen. Die haben das neue Auto, die neue G-Klasse mitgenommen und. Also die haben die komplett gefickt. Und wir kennen die Familie. Und ich sag nur so viel, und jetzt, das ist mir auch schon wieder zu nah an der Realität, ne? Ja. Hochmut kommt vor den Fall. Zu viel Geld ist auch nicht gut. Das ist schon wieder zu nah an der Realität. Ich bin einfach zu reich, Wollo. Das könnte mir auch passieren. Könnte ja auch passieren, weil du zu reich bist. Kannst auch Corona-Hilfen in Millionenhöhe beantragen. ich hab hier diesen Imbiss, ne? Der läuft jetzt nicht. Brauche ich 4 Millionen. Werde ich eigentlich eingenommen normalerweise. Ja, also ich sag mal, also jetzt, das ist jetzt vielleicht kontrovers, ne, wenn ich das jetzt so sage.
Aber ist mir, zum einen ist es mir egal. Nee, ich dachte, das wäre vielleicht interessant. Ja, ja, nee, 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 es geht ja noch weiter. Oh, ist mir zum einen natürlich egal. So, für mich da jetzt nicht so, greift mich nicht an persönlich. Nee, mich auch nicht. Ich fand's so witzig, weil ich die halt kenne. Und ich denke mir so, eigentlich richtig gemacht, Leute. Habt ihr eigentlich richtig gemacht? Weiß ich nicht. Fick die Leute, fick den Staat, wo du kannst. Alles richtig. Alles eigentlich, also fick den Staat. Für alles richtig gemacht, ey. Vor allem das Ding ist so, es kostet auch ein paar. Also ist das, ich glaube, das ist ein bisschen auch überspitzt. Weil du hast doch einfach Kosten. Und ja, safe werden die Kosten gehabt haben, als so große Schausteller. Halt wahrscheinlich nicht in dem Rahmen, wie sie angegeben haben. Doch, doch, ja, aber weil die haben es ja auch ausgenutzt, ne? Es ist ja ein riesiges Fahrgeschäft. Ja, aber die haben es ja ausgenutzt, offenkundig. Oder ja, weiß man ja nicht. Es ist ja nur die sollen, also es ist nur ein Vorwurf, dass sie es privat genutzt haben. Also. Es ist aber kein bestätigt, dass es privat genutzt wurde. Ja, gut, es ist okay. Nur ein, ja, dann ist ein Verdacht. So. Ja, dann erst und die kommen auch hier aus der Gegend. Ne? Ja, genau. Die kommen halt hier auch aus der Gegend und so. Und ja, es ist also irgendwie verrückt, was da passiert ist. Und es gab auf jeden Fall eine Razzia dann halt bei denen zu Hause auch, hier bei uns in der Nähe und halt auf dem Dom. Und ich kenne das Fahrgeschäft, du kennst das Fahrgeschäft auch, Follow. Das kennt man. Mag sein. Da ist die Bombe dicht bei dir eingeschlagen, Regina. Ja, das ist sehr dicht bei dir. Die haben dich auf dem Radar, safe. Ich brauche den Tresor. Ich muss den Tresor verstecken. Ich muss mal 2 Millionen Euro über die Lage. Ja, würde ich nicht machen. Würde ich tatsächlich nicht machen. Bei dir ist auch zu nah, sagst du? Ist es auch zu heiß? Ja, na komm, erzähl ich. Es hat gestern geklingelt. Oh! Und ich muss mir noch schnell ein frisches T-Shirt anziehen, ne? Wenn dann so klingelt. Gar nichts. War keiner mehr da. Da hatte ich mir aber schon, draußen stand auch nichts. Da habe ich mir auch gedacht, das ist doch irgendwie komisch. Na, ich habe schon so gedacht, so irgendwas stimmt doch nicht. Bin ich runter zum Briefkasten und sehe da einen Brief, unfrankiert, mit meiner Adresse drauf. In Rot. Und dann sehe ich, ja, wir haben versucht, sie anzutreffen. Wir versuchen es dann und dann nochmal oder sie bezahlen bis zum 3. September. Mm. Und es geht um 46,25 Euro für ein Falschparkenvergehen. Oh. Ja, mein Gott, ne? Das zahle ich und. Ja, noch nicht, aber zahle ich. Soll ich dir Geld geben? Brauchst du nicht, das krieg ich. Also, ich krieg bis dahin wieder Geld. Und dann kann ich es überweisen. Okay. Das ist kein Problem. Deswegen, ja, also da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Ne? Das war ich habe auch alles ausgeglichen heute. Mein Paypal-Konto war 600 Euro minus, habe ich heute auch ausgeglichen. Ja, dann bin ich über, guck mal, dann konnte dann er, gesagt, wir haben noch keinen neuen Monat, Leute. Er konnte das Paypal wieder ausschlagen direkt, ne. Es ist auch, ich er hat aber auch erst diesen Monat, er hat auch erst diesen Monat 6.000 Euro ausgegeben, Leute, ne. Deswegen, also das ist ja klar, dass man da als normal verdienender Mensch, da hat man noch ein bisschen Geld über. Das ist ja klar, da hat man ja noch nicht mal angefangen mit Geld ausgeben, ne. Da überlegt man noch, was kaufe ich mir denn diesen Monat schön? Ist doch auch okay. Ich habe überdurchschnittlich viel Geld. Es ist ja auch nur ein kleiner Joke am Rande. Ja, ich habe überdurchschnittlich viel Geld. Es tut mir leid. Das ist doch schön für dich. Nee, das freut uns. Ich gönne dir das. Ich stell das jetzt zuerst klar. Und zwar, ich gönne dir das von ganzem Herzen. Ich find's nur ätzend, wenn da einer sitzt, der hat zigtausend Euro im Monat verdient und wenn ich am Hungertuch kratze und mir dann erzählt, dass er so ein armes Schwein ist, ne? Das regt mich halt auf. Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Kannst du mir so das Zehnfache verdienen, ne? Ich verdiene auch wirklich viel Geld, aber ich habe leider dieses Jahr auch viele Kosten gehabt. So, es ist nicht so, dass ich diesen Winter reich sein werde, aber das ist das, was ich sagen wollte. Mehr nicht. Okay. Ficken Sie sich. Halt zum Maul, Alter. Ich will ausrasten. Reden wir gar nicht weiter drüber. Passt schon, alles klar. Okay. Nee, das ist auch nochmal die Scheiße geworden. Ich gebe aber auch zu viel aus, muss ich auch fair sein. Ich gebe auch zu viel für Scheiße aus. Ja, das stimmt. Du bist einer, wenn Geld da ist, aber so bin ich auch. Das muss ist halt, ja auch raus. Das ja, ist ja auch es ist viel fürchterlich, ist das. Es ne? muss ja auch weg, das Geld, Wollo. Es ist ja es auch. Es ist ein bisschen besser geworden bei mir, aber es ist. Ich verstehe das. Wollo, ich muss jetzt was gestehen. Oh Gott. Ich habe, weil. Von Thomann, die Mikrofone sind ja kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob es erzählt ist. Ich habe das angestellt, Mikrofone. Nicht umgetauscht, sondern direkt die nächsten gekauft für 200-300 Euro. Ich habe einfach neue gekauft. Er hat kein Geld, Leute, ne? Das ist wirklich so eine arme Sau, der Typ. Das ist verrückt. Einfach neu Stellt gekauft. Euch mal vor, euch geht's so schlecht. Willst du dir nicht ausmalen, ne? Wenn es einem so schlecht geht. Will man sich nicht ausmalen. Ach, fick dich doch, ey. Möchte ich, in die, deine Position möchte ich niemals kommen. Fick dich. Das wär, wirklich, ist eine Horrorverstellung für mich. Tu ich, keine Sorge.
Werde ich heute Abend machen. Nein, ich schicke die Trophäe. Also das Ding ist halt so, ich habe sie aber nur gekauft, weil sonst hätte ich jetzt keinen in Berlin, weil ich die alle wieder losschicken muss. Ich muss jetzt zum Motorman hinschicken, wenn die repariert und so. Das muss, ne? Und ist ein ganz klares Ding. Zu haben ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man für IRL streamen will und so und die Akkus gehen nachher leer und so, ne? Ist vielleicht ganz gut. Ich habe mir sogar, weil ich vorhabe, in Berlin Interviews zu führen mit den Wrestling-Fans, habe ich mir so ein Mikrofon dazu geholt, wo ich das reinstecken kann und wo ich den so ranhalten kann in den Mund, wie so ein Stabmikrofon. Oh, das ist cool. Das finde ich gut. Das war mit dabei. Ich habe noch was, was mir gerade einfällt. Ne, wenn wir mein Lieblings-Pokémon gewünscht. Schön. Wenn wir gerade so reden. Und zwar, ich möchte noch mal auf den Märchenwald in Ibbenbüren zurückkommen. Den, wo wir ja Sonntag vielleicht hingehen, ne? wenn du mich besuchst. Wir fahren Sonntag in den Märchenwald in Ibbenbüren. Ja! Ich kläre ab, ob Danny am Montag kann, dann bleibe ich in der Nacht in Osnabrück. Denn, pass auf, Rigi, der Colin von Löffelmesser Gebel, weißt du, wo der geboren ist? Wo der herkommt? In Ibbenbüren. In Ibbenbüren. Da kannst du dich schön über den Märchenwald mit dem unterhalten. Da bist du direkt drin. Da bist du direkt drin. Sag dir, wie es ist. Wenn Danny Montag macht. Okay. Danny macht, Bruder. Gönn. Dann fahre ich für dich hin. Für mich hin. Das ist auch für dich. Das ist für uns alle. Ja, ist für Content. Für Content ist das. Können wir streamen, können wir einen Vlog rausmachen? Also, Smelling kann dann einen Vlog rausmachen. Die Legria ist gepackt. Die Legria mit der. Oh, da sehe ich auch schlanker aus dann auch noch. Ja, die Legria ist, ja ist gepackt. Keine Sorge. Dann läuft das. Boah, wie soll ich denn aussehen auf der Kamera? Boah, sehe ich ja auch so schlank auf der Kamera. Ja. Sieht so aus, als wenn du gar nicht mehr da bist. Das kann man, dich kann man wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Boah, da bin ich gespannt, wie du aussiehst in echt. Das muss ja auch ein deutlicher Unterschied sein. Und dann sagst du so: Boah, bist du ja immer noch fett. Ja, wahrscheinlich. Nee. Bruder, ich hab gedacht, du hast abgenommen. Nee, denke ich nicht. Denk schon, dass ich das sehen werde. Du kennst mich jetzt mal eine Hochzeit. Du hast mich ja gesehen. Das eine, ich habe dich gesehen. Hab. Da war ich schon fett. Ich fand dich aber gar nicht so fett. Also schon fett, aber nicht, dass ich mir denken würde, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich bin ja unter die Treppe ein paar Mal hoch und runter gelaufen, in den 8. Stock. Ich kann das ja jetzt auch wieder. Ja, auch wieder an dem Punkt. Ich weiß ja, wo ich wohne. Es ist ja der 8. Stock. Es fühlt sich an wie der 8. Stock. Ich sag dir, wie es ist. Es fühlt sich an, als ob man in den 10. Stock hoch. Für mich nicht mehr. Vorbei. Zeiten sind gewesen. Ja, hast auch gut abgenommen, muss man noch sagen. Siehst du, musst deinen Bart mal wieder schneiden, aber ansonsten. Bin ich heute! Ist heute angedacht. Er macht gestern, sich für den Märchenwald hübsch. Er macht sich für den Märchenwald gestern hübsch. Hat mich ja auch mein Cousin nach einem Jahr mal wieder gesehen, lustigerweise. Ja. Und der meinte auch so: Hast du aber abgenommen, oder? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, die McDonald's-Diät, Leute, die McDonald's-Diät. Die zieht. Letztens versehentlich einen falschen McPlant gekauft. Oh. Den normalen, anstatt den. Aber der war auch lecker. Okay. Ja, das ist echt gut. Ich bin tatsächlich am Überlegen. Wollo? Ja. Ich bin überlegen, vegetarisch zu werden. Bruder, ich war gestern im Laden und hab mir 2 Minuten auf dem Weg vorher noch so gedacht, ey, es wäre eigentlich mal einfach eine Idee, einfach mal vegan zu probieren, zu werden. Jetzt nicht, weil ich mir denke, oh, die armen Tiere, ne, mich direkt hier rechtfertigen, denn ich bin natürlich, ne, bleib natürlich rechter Hetzer, keine Sorge. Aber. Du hast den Hebel schon gefunden. Ja, aber der ist doch dann immer daneben. Entweder oben, links oder rechts, das weiß man nicht. You know? Ach so. Und. Ja, dann war ich im Laden. Sehe so das vegane Regal, ne. Und da wurde mir schlagartig klar. Da brauchst du vorher Rezepte, Bruder. Du brauchst vorher Rezepte. So, mit der Auswahl, die ich da jetzt sehe, das kriege ich nicht hin. Das Ding ist, ne? Ich glaube nicht. Aber ich werde es auch mal probieren. Ich denke, vegetarisch kriege ich hin, aber ich liebe halt einfach Käse zu sehr. Ja, das ist auch mein größtes Problem, glaube ich, tatsächlich. So, du kannst keine. Es gibt's vernünftigen veganen Quark? Oder sowas? Ach, shit. Ist halt Glück. Wie dumm. Rechts ist immer besser, ne? Rechts. Ich hab's verkackt. Ja, weil ich nochmal A gedrückt hab versehentlich. Das wollte ich gar nicht. Aber ja, ich glaube, vegetarisch würde ich hinkriegen. Ist ja quasi nur Fleisch. Ja, und Fleisch ist halt, wie ich schon immer sage, Fleisch ist meist gar nicht so geil. Ah, so da sind die Alternativen schon. Ja, guck mal, das ist nämlich das Ding. Darauf stehe ich ja überhaupt nicht. Dass du dir dann sagst, ey, geil, Fleisch, das verstehe ich. Aber so aus meiner Sicht ist es halt wirklich nur, ich mag halt wirklich nur so normale Frikadellen eigentlich.
Und die gibt es auch lecker von Rüben. Okay, Ricky. Rechts oder unten? Unten. Man tritt immer nach unten, ne? Nach oben. Immer nach unten treten, vernünftig. Wunderbar. Ich glaube tatsächlich, dass das vegetarisch kann ich hinkriegen. Ja, warum nicht? Ich denke auch, dass das bei Diät auch hilft. Aber Fleisch ist ja an sich nicht so verkehrt in der Diät. Ist doch reines Fleisch. Ja, aber du isst ja selten reines Fleisch. Du isst ja meistens irgendwie Fleisch in Fastfood-Form, ne? Quatsch. Das ist halt das Ding. Nie, noch nie passiert. Nicht, ich lasse nur tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, esse ich viel Hähnchen. Oh, oh. Oh Gott, das ist sehr effektiv, Olo. Das ist nicht so effektiv. Oh doch. Ja, aber ich wechsle trotzdem. Nee, ich glaube, das könnte er schaffen. Auf meine Verantwortung. Das schafft er. Das schafft er. Nochmal ein Fußkick. Der halt jetzt eh. Stimmt. Ja, aber was hätte ich ja trotzdem wechseln können. Ja. Jetzt gibt ein Volltreffer. Ach, schade. Nochmal. Wenn das jetzt ein Volltreffer ist, sind wir tot. Alles gut. Voll gut. Mega gut war's. Okay. Ja, war gar nicht knapp oder so, ne? Kabuto ist ein Kampf-Pokémon. Nee. Das ist Steinwasser. Das hab ich mit Capoeira vertauscht. Tut mir leid. Capoeira, das ist eine Kampfart, oder? Nee, heißt das nicht so Capoeira-Pokémon? Capoeira ist aber auch eine Art zu kämpfen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Pokémon Capoeira. Ja, doch. Das ist das Beyblade-Pokémon. Gengar. Wir haben ja Schlecker. Ja, stimmt, wir haben Schlecker. Apropos Schlecker, hast du da früher eingekauft als Kind? Ich hab nochmal. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich wollte eigentlich jetzt lügen und sagen, ich hab da mal gestohlen. Aber das stimmt halt nicht, weil ich war auch eigentlich nie in einem Schlecker, weil das gab's nur in der Garnstadt. Und das war ein bisschen weiter weg. Deswegen. Oh, hallo. Ja, was soll ich denn machen? Hat nicht der Bär auch noch. Nee. Der hat auch. Ich glaube, hat der Schlecker? Guck doch mal nach. Ich nehme jetzt erstmal einen Trank. Nimm erstmal einen Trank. Wobei, ich glaube, das bringt noch weniger, wenn ich jetzt einen Trank nehme, oder? Das bringt 20 KP. Ich glaube, das bringt noch weniger. Ich glaube, ich greife einfach an, oder? Oder soll ich wechseln? Kann man hier irgendwie eine Info sehen? Ja, gibt es. Ah ja, Bericht. Okay, perfekt. Dann kannst du gucken. Ich glaube, der hat auch Schlecker. Ja, hat er, okay. Dann soll er es machen. Aber Geist auf normal, ist das nicht effektiv? Ja, aber ich. Irgendwas muss ich ja machen, ne? Guck mal, er nimmt auch was anderes. Oh, schön. War wahrscheinlich sogar gut, dass wir das jetzt gemacht haben, denke ich mal. Oh. Oder wurde er gebumst? Ja, guck mal, easy peasy. Bisher die Arena leider, ne? Gar kein Problem für uns. Ich werde jetzt auch nicht mehr großartig leveln, Leute. Ich habe aber die Kritik. Also, was heißt Kritik? Ne? Leute haben gesagt, ja, ruhig weniger leveln. Ist okay. Ja, dafür fangen wir ja nichts. Ja. Es ist auch kein Wunder, dass wir so leveln, weil wir haben ja nur 3 Pokémon. Ja, 4. Ah ja, gut, das 4 habe ich bisher nicht gezählt, weil das ist auf Level 16. Das ist mir noch zu schwer. Okay, das level ich vielleicht ein bisschen hoch. Ja. Auf 22 oder so. Mal gucken. 22, beste Zeit des Lebens gewesen. Ich wünsche dir nochmal 22. Ey, das wär's, ne? Das wär's wirklich. Das wär's wirklich. Wenn du deinem Ich von vor 10 Jahren was sagen könntest, was wär's? Vor 10 Jahren? Ist nicht lang genug her. 2014. Also ich sag ihm safe, zieh nicht nach Osnabrück. Auf gar keinen Fall, bleib wo du bist. Und reiß dich zusammen. Es wird noch viel schlimmer. Aktuell geht's dir gar nicht so schlecht, wie du denkst. Es wird noch viel, viel schlimmer. Also nutz die Zeit. Und werd verfickt nochmal erfolgreich. Jetzt reiß dich zusammen, werd erfolgreich, dann kannst du auch chillen. Ne? Dass du dich später behandeln lassen kannst. Das wäre ganz schön. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und ciao. Tschüss.